Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Da ich meinen Multikicker, den ich für 1.6 geschrieben habe, vielleicht auch für Counter-Strike Global Offensive ausbringen will, dachte ich mir, mache ich gleich ein kleines Tutorial draus, wie man Aircon-Kommandos an einen Counter-Strike Global Offensive Server senden kann. Wir machen uns eine Standard-Exe. Wir haben hier Visual Basic 6 vor der Nase, da man dafür nicht die .NET Library braucht. Zwei Komponenten holen wir uns mit rein. Und zwar einmal die Microsoft Rich Text Box und das Microsoft WinSock Control für den ganzen Netzwerkverkehr. Bandes leidet. Schön. Beides landet einmal auf unserer Form. Aussehen ist erstmal komplett egal. Uns geht es hier rein um die Technik. Drip. Ich nehme noch einen Timer, der Übersicht halber. Der darf sich zweimal pro Sekunde updaten. Der darf einfach nur im Label 1 den State der Windsock anzeigen. Wir brauchen zwei Textboxen: einmal für die Server-IP und einmal für das Aircon-Passwort. Das müsste richtig sein, wenn ich das im Kopf habe. Und Aircon-Passwort habe ich gerade einmal Wasser eingestellt. Und nein, ihr braucht es nicht probieren. Ich habe es natürlich nur für dieses Video eingestellt. Und dann machen wir uns einen kleinen Connect-Button. Und zwar, ihr seht, ich habe IP und Port in der Standardschreibweise in der Textbox, also IP und Port durch Doppelpunkt getrennt. Das kommt uns jetzt zugute bei der Standardschreibweise, indem wir einfach sagen können, IP Port ist gleich Split. Und zwar Text1.Text und du sollst splitten am Doppelpunkt. Und einfach zur Überprüfung geht mir mal IP Port 0 aus und das gleiche mit 1. So, wir sehen, IP-Port 0 ist jetzt meine IP, IP-Port 1 ist mein Port. Dann kann ich hingehen und sagen, mit der WinSock 1, machen wir bitte Remote Host gleich IP-Port 0, weil das ja die IP ist, und Remote Port ist gleich IP-Port 1, weil das der Port ist. Hier heißt das Protokoll, stellen wir auf TCP. Das ist eine Neuerung in der Source Engine gegenüber der Gold Source Engine. Die Gold Source Engine ist die originale Half-Life 1 Engine. Auf der Half-Life läuft logischerweise Counter-Strike 1.6, Day of Defeat, Team Fortress Classic und was weiß ich nicht noch alles. Die Gold Source Engine benutzt komplett durch die Bank weg UDP-Protokolle. Wobei die Source Engine jetzt einen Mischmasch nutzt. Sie nutzt für die Aircon-Fernsteuerung einen TCP-Stream. Für sämtliche anderen Infos, wenn ich einen Server nur anpinge, wenn ich eine Statusabfrage mache und sowas, wie ich sie Master-Server von Web zum Beispiel machen, nutzt es UDP-Pakete. Das Ganze ist hier beschrieben in der Wolf Devil Oper Wiki. Hier habe ich die Server Queries Seite, die mehr schlecht als recht ist zugegebenermaßen, und hier habe ich Source Aircon Protocol, wo hier die Erklärung einmal ist. Die werde ich euch gleich aber einmal zeigen. Da brauchen wir die Seite nicht lesen. Die war zugegebenermaßen doch schon halbwegs kompliziert, da durchzusteigen. Zu guter Letzt sage ich dann der WinSock, sie darf sich direkt connecten. Und wahrscheinlich muss ich gleich im Kopf selber wieder mit durchtimpeln. Als allererstes natürlich die WinSock einmal die Connection auch annehmen lassen, und zwar im Connection Request Event einmal die WinSock closen und dann einmal WinSock 1 accept und dann einfach Request ID. Damit akzeptiert die WinSock dann die Verbindung
Und dann einmal, wenn wir eingehende Daten haben, Data Arrival Event. Einmal ein Variable als String definieren und dann einmal which Textbox ist die, die unseren unseren ankommenden Netzwerk-Traffic anzeigen soll. Soll er einen Linebreak machen und uns dann einfach Enddata anzeigen. Das wird nicht sonderlich schön aussehen, aber zum Debuggen jetzt reicht es erstmal. Dann mache ich einmal die Textbox leer hier. So. Damit müssten wir schon zum Server verbinden können. Hier oben die 0 ist mein WinSock State, der hier von dem Timer zweimal mit der Sekunde geupdatet wird. Und da fehlt ein Ist-Gleichzeichen. Jetzt habe ich die Messageboxes noch mit drin, die nehmen wir gleich raus, aber wir sehen, die WinSock hier oben springt auf 7, das heißt Verbindung hergestellt. WinSock Codes hatte ich mal irgendwo in der Textdatei, kann man auch mal rausgucken. 7 ist auf jeden Fall Verbindung erfolgreich. Verbindung ist aufgebaut, Verbindung steht. 8 ist der Remote, hat die Verbindung geschlossen. Ja, 0 ist nichts. Den Rest habe ich auch nicht im Kopf. Das sind eigentlich so die wichtigsten. So, also Verbindung steht. Jetzt geht es los. Es gibt zwei Unterschiede. Ich hatte es gerade schon einmal auseinandergepuzzelt. Ich muss es jetzt nochmal auseinanderpuzzeln. Wir haben hier oben die Erklärung. Wenn ich ein Paket sende, dann schicke ich zuerst die Packet Size als Integer, dann die Request ID, dann entweder Server Data Exec Command oder Server Data Out als Integer. Wobei eine 3 für die Authentifikation steht und die 2 steht dafür, dass ein Kommando ausgeführt werden soll. Dann kommt der String, das ist das Kommando, was ausgeführt werden soll. Von mir aus, es soll ein Status gemacht werden, der zurückgesendet werden soll, oder es soll auf dem Server was gesagt werden. Und dann gibt es noch einen zweiten String, der aber wohl immer 0 sein muss. Warum auch immer. An das müssen wir uns jetzt einmal halten. Und hier unten haben wir das Ganze aufgedröselt. Das ist einmal von Wireshark den TCP-Stream mitgeschnittelt. Hier ist also 11 die Packet-Size. Das ist hexadezimal natürlich, da muss man dran denken. Eine 11 sind 17 Stellen lang. Dann kommen drei Nullen. Also dreimal die 0, dann kommt die, sag schon, Request ID. Das ist einfach nur ein fortlaufender Zähler. Jedes Packet, was ich sende, muss diesen Zähler einmal erhöht haben. Dann kommen nochmal dreimal Nullen. Dann kommt entweder Out oder Kommando ausführen. Das ist das hier oben. 3 ist der Out, 2 ist das Kommando ausführen. Gefolgt von 3 Nullen. Und hier die 3, weil es ein Out ist. Dann gefolgt von dem Passwort. Das ist der erste String. Dann der zweite String, der immer leer sein muss. Und zuletzt die 0 als Terminator. Die abschließende 0, die immer drin ist. Der Server antwortet hier relativ nichtssagend. Hier haben wir dann einmal, dass ein Echo-Test gemacht werden soll. Das Paket ist 19 Stellen lang. Dreimal die 0 gesendet. Dann die 0 als Request-ID, der fortlaufende Zähler. Hier wieder 0, was eigentlich falsch ist. Müsste hier 1 sein, hier müsste es 2 sein, hier müsste es 3 sein. Warum es in dem Beispiel jetzt hier so drin ist, frag mich nicht. Wieder dreimal die 0 gesendet, dann die 2 gesendet. Also ihr merkt die verschiedenen Packet Size, Request ID, Server Data Blah, die werden immer durch 3 Nullen getrennt. Vergeht natürlich auch keiner. Muss ich auch durch euer Schaden raussuchen. Dann die 2 hier also, um dem Server zu sagen, okay, es kommt ein Command, was du ausführen sollst. Wieder dreimal die 0. Und hier fängt dann das Command an. Echo, HLSW Test. Der zweite String ist leer. Und der letzte Null Terminator. Genau so werden wir das jetzt einmal nachbasteln. Das ist das Falsche, was ich hier vorhin schon mal offen hatte. Das heißt, ich mache mir hier einmal eine Public, ein Public Sub und den nennen wir mal Send Out und dann das
Passwort als String soll übergeben werden. Ich definiere mir global einmal den Packet Counter, nenne ich es einfach mal, als long, der ja immer um 1 erhöht werden muss. Also mache ich das hier auch als allererstes. So, dann definiere ich hier das Packet, my packet, als String. Und dann fangen wir mal an. Achso, die eine schöne Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist die Paketlänge, wie die sich errechnet. Die Paketlänge geht vom Ende des Packets bis hin einschließlich der Request-ID. Also hier wäre es 11 in Hexadezimal, ist 17 in Dezimal, ne? Und dann könnt ihr das hier abziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich ende also genau hier. Das heißt, Packetgröße, 3 Nullen und dann die Request-ID. Ab dort an beginnt die Paketgröße. Legen wir also los. Das heißt, als allererstes baue ich mir mein Packet zusammen. My Packet ist gleich. So, und jetzt muss ich auch schon selber wieder nachdenken. Ich fange bei der Request-ID an. Das heißt, erstmal kommt hier der Char vom Packet-Counter. Char, damit das Ganze auch dann in Hex richtig versendet wird. Dann gefolgt von 3 Nullen. Also 3 mit den Char 0. Dann sind wir bei der Request-ID angelangt eigentlich, ne? Eine Sekunde. Die habe ich ja, mit der habe ich angefangen, klar. Request-ID. Ich bin hier 3 Nullen, genau. Dann kommt halt entweder out. Das ist eine Authentifizierung. Ich will mich bei dir, ne, melden, Server. Hallo, ich bin's, ich darf. Oder Exit Command, wir wollen uns anmelden. Mit Out ist es also eine 3. Mal wieder gefolgt von 3 Nullen. Dann kommt das Passwort. Und zwei abschließende Nullen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und sage hier und Text2.text war, glaube ich, die richtige Textbox. Das ist String Nummer 1 bei uns. Dann würde String Nummer 2 kommen, der immer 0 sein muss. Das, ich könnte aber well fragen, warum das so sein soll. Gefolgt von einem abschließenden Char 0. Das wäre jetzt erstmal mein Packet. Mein Packet beginnt ja mit der Länge des Packets. Also das eigentliche Komplettpaket, was wir senden, beginnt mit seiner Länge. Das heißt, ich gehe hin und sage Winsock 1, Send Data. Die Länge von len gibt die Länge von am String zurück. Len my packet. Und dann nochmal die 3 Null Chars. Da habe ich eine Klammer vergessen. Und schließlich my packet selber. Das ist dann das komplette, wie wir es senden möchten. Wir können das einmal ausprobieren, schauen, was der Server beantwortet. Das nenne ich einfach mal Source Test 2. So. Achso, vielleicht sollte ich natürlich auch noch irgendeinen Button haben, mit dem ich mich anmelden kann. Also das hier ist Connect zum Server. Und das war einmal zu schnell geklickt. Das hier wäre dann out mit dem Aircon-Passwort. Und da rufen wir die Funktion auf sendOut mit dem Aircon-Passwort auf Wasser, was wir eingegeben haben. Und dann testen wir das mal. So, verbunden sind wir. Ja, zurück kam herzlich wenig.
Habe ich irgendwo noch einen Fehler mit drinne? Das kriegen wir raus, indem wir einmal Wireshark mitlaufen lassen. Object Capture hier immer noch? Ne, den habe ich angehalten. Das ist schon der lief die ganze Zeit mit. So. Wireshark, wo bist du? Einmal dieses Netzwerkinterface, ohne zu speichern, weitermachen. Läuft? Läuft. So, einmal zum Server verbinden. Einmal outsenden. Und dann einmal Wireshark stoppen. Nein, nein, nein. Nein. UDP, UDP, TCP, nein, nein. Da ist ein UDP-Packet an den Server gegangen, das war ich eigentlich nicht. Achso, weil ich noch, ich bin auch noch auf dem Server drauf. Hehe, das ist jetzt vielleicht gerade nicht so gut. Da habe ich natürlich einiges an TCP-Verkehr. Nein. Achso, ne, das ist von. Was auch immer, wahrscheinlich vom Online-Radio zu mir. Oh Gott, bevor ich mich hier tot suche, machen wir was anders. Und der Server hat 3. 84, 20, 1, 1, 2. Nee, offensichtlich nicht. 84, 20, 1, 1, 2. Ah. Man sollte auch den wichtigen Buchstaben treffen. So, TCP, wo bist du? So, da haben wir den Hexdampf. Der Server hat hier mit Firma FF02 geantwortet. Das ist die Meldung, dein Aircom-Passwort war falsch. Ach so, hä? Ich glaube, der Server hat seinen Restart gemacht. Ja. Falsches Aircon-Passwort. Ich glaube. Ah, ja. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Aircon. Okay. Jetzt sollte es richtig gehen. Ich hatte das Aircon-Passwort einfach nicht richtig geändert. Das heißt, ich versuche das hier nochmal jetzt mit Wasser. Kam auch nicht viel zurück. Zumindest nicht Sichtbares. Das schnappe ich mir jetzt eben nochmal mit Wireshark. Was ich da zurückbekommen habe. Vorhin habe ich zumindest was Sichtbares wieder ausgekriegt, aber das will ja nicht unbedingt was heißen. So, jener welcher verbinden, authentifizieren. Ach. Verbinden, authentifizieren, einmal stoppen. Also man merkt schon, Wireshark ist da auf jeden Fall eine richtig große Hilfe.
jetzt muss ich nur mein TCP-Pickchen wiederfinden. So, diesmal haben wir die gewünschte Antwort erhalten. Also ihr seht, ich habe hier kein FFF oder ähnliches drinne. Das heißt, Account-Passwort war in Ordnung, ich bin authentifiziert, do whatever you want to me. Wir sehen hier 10 als Länge des Packets. 10 in Hex ist, glaube ich, schon was anderes, ne? 16, genau. Das heißt, von hier hinten bis zum Zähler hin waren 16 Stellen. Das ist die Länge des Packets. Ja. Aircon-Passwort wurde erfolgreich geschluckt. Das heißt, wir können jetzt mal hingehen und diese Funktion praktisch hier oben genauso nach Microcoden, hässliches Wort, also die kopieren, um dann auch ein Command auf dem Server auszuführen. Mache ich, um ehrlich zu sein, auch. Und zwar gehe ich einfach hin, nenne das Ding Public Send Command. Und dann soll das Kommando, was wir senden wollen, als String mit übergeben werden. Der Packet-Counter ist hier nicht innerhalb des Subs definiert, sondern global. Weil der muss ja, egal ob ich mich oute oder ein Kommando sende, immer erhöht werden. Der muss ja immer weiterlaufen. Weil Packet ist Packet, ne? An der Stelle, 3 war out, 2 waren Command. Das heißt, hier einfach eine 2 rein. Und hier anstelle von dem Aircon-Passwort, was in der Textbox steht, bitte das Command, was ich an die Funktion mit übergebe. Und hier sehe ich gerade, das ist natürlich auch eigentlich Quatsch, ne? Weil das hier, wie ich natürlich eigentlich das Passwort übergeben muss, dem Submit übergeben wird. Was Textbox 2 jetzt gerade sinnlos macht, erstmal auf die Schnelle, aber das ist ja erstmal egal. Hier unten bei Send Command brauchen wir tatsächlich nichts ändern. Das ist der einzige Unterschied, den wir haben. Das heißt, ich mache mir jetzt einfach nochmal einen kleinen Button. Und der macht dann einmal Send Commands. Und da sage ich dann einfach mal Say in die Konsole. Und gibt ja irgendeinen Blödsinn aus. Und unter Go auch noch ist Say. Achso, hier muss ich natürlich sagen Aircon Say Hello World. Und wie wir sehen, taucht das dort unten im Chat auch auf. Aircon vor dem Kommando kann ich hier weglassen, weil ich sende was von außen, ist über den TCP-Stream, ich bin geoutet, kann nur ein Aircon-Command sein. Nehmen wir einmal das allseits beliebte Hello World und schauen mal, was passiert. So, zum Server verbinden, authentifizieren, Hello World senden, Hello World senden, Hello World senden, Hello World senden. Und wir sehen, es steht 1000 Mal im Chat drinne. Ich muss nur irgendwo einen Fehler beim Data Arrival haben. Das hätte nämlich definitiv in der Textbox aufsauen. Ja klar, ich bin auch ein Held. Ich muss natürlich schon Winstock 1, Get Data, End Data. Also ich muss natürlich auch den String, den ich hier oben definiert habe und den ich dann benutze, irgendwo mit Daten erstmal füllen. Und Get Data Funktion. Pack den Kram dann da rein. Dann sehe ich nämlich hier schon, habe ich auch eine Ausgabe und hier sehe ich dann auch, dass die Konsole Hello World ausschreibt. Das hier vorne ist immer die Quest-ID, also dieser Paketzähler, den der Server auch nochmal mitteilt. Weil natürlich aber ein Hex kommt, das hier in Cocologos angezeigt. Hier oben hat er zum Beispiel mal einen Tab getroffen. Ja, so kann ich jetzt Kommandos ausführen. Ich kann zum Beispiel auch mir einen Status einfach holen, indem ich jetzt hingehe und sage Send Command Status. Ihr kennt das aus dem Spiel, aus 1.6, da würde man eingeben Aircon Status und alle Kommandos, die ich jetzt hier so mit Aircon eingeben kann, kann ich ihm jetzt hier von außen senden, nachdem ich mich verbunden und authentifiziert habe. Und hier bekomme ich den Status jetzt zurück, der mir die anwesenden Spieler auflistet, der mir die IP des Servers anzeigt, OS, Pipapo, welche Karte gerade läuft und so weiter und so fort. Ja, das ist die Variante, mit der ich mir die anwesenden Spieler auf dem Server hole. Ich lese dann diesen Response aus und
checke dann die Steam-IDs auf godmin.de mit meinem Multi-Kicker, um anzuzeigen, ob derjenige irgendwo gebannt ist oder nicht. Und, ja. Genau so könnt ihr dies auch tun. Also das eigentlich Interessante ist einfach nur diese Struktur des Packets, wie sie gesendet werden muss. Sendet man dem Server irgendwelche anderen Packets, die er halt einfach nicht versteht, verwirft er diese einfach, er ignoriert sie komplett einfach, schlichtweg aus dem Grund, damit so ein Game-Server nicht auf diese Art und Weise gededost werden kann. Und im Grunde war es das eigentlich schon. Viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Bei Fragen könnt ihr mich gerne mal antickern. In diesem Sinne, macht's gut.